Now let's see another try. Oh. Also mir schmeckt überhaupt nicht. Das schmeckt wie 9,5. 9,5? Ja. Crazy. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Food-related Video. Ihr wisst, Food und ich, wir sind so. Und deswegen dachte ich mir, gibt es mal wieder ein Video, wo ich ein paar Sachen ausprobiere. Und dieses Mal dachte ich mir an alle, die mich länger verfolgen, ihr wisst, ich bin TikTok-obsessed. Ich bin so viel von meiner Zeit einfach auf TikTok unterwegs. Und damit meine ich, dass es gut ist, aber dadurch werde ich sehr oft inspiriert. Und vor allem, was Essen angeht, mein Algorithmus hat sich schon so auf Food-Sachen angepasst. Auf Rezepte, die ich sehe, auf irgendwelche Viral-Trends oder Hacks, die irgendwie ausprobiert werden. Und ich dachte mir, dass ich das mal gemeinsam mit euch in diesem Video ausprobiere. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf Suche gegangen, weil eigentlich werden mir immer die Sachen vorgeschlagen. Und wenn ich dann aber intensiv nach einem Video suche, wo ich sagen kann, okay, daran orientiere ich mich, diese Vorgaben und Angaben nehme ich, dann habe ich auf einmal keins mehr gefunden. Aber auf TikTok ist relativ easy, irgendwelche Trends zu finden bei jeder, die nachmacht. Und deswegen habe ich mir ein paar rausgesucht. Ich glaube, es sind 4 Stück geworden. Und ich habe auch extra darauf geachtet, dass richtig Breakfast dabei ist, dass so ein richtiges Meal dabei ist und ein paar Snacks. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Ich werde euch natürlich alles einblenden und die TikToks unten in der Infobox verlinken, falls ihr es nachmachen wollt und nochmal die genauen Angaben braucht. Sagen, let's go, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was ist denn jetzt davon das Waffeleisen? Das weiß ich nicht. Ist das ein Waffeleisen? Nee, das ist das. Welches Waffeleisen nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme das runde. Okay, so. Ich muss sagen, der Trend ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ich werde euch mal einen TikTok dazu einblenden, damit ihr wisst, von was ich spreche. Und zwar geht es darum, einfach Croissant-Teig zu formen bzw. zu rollen und einfach zu quetschen wie eine ganz normale Waffel. Und dann soll es halt ein richtig leckeres Waffel-Croissant ergeben. Und ich habe richtig Bock da drauf. Ich habe gerade richtig Bock auf Croissant, aber ich habe auch Bock auf Waffeln. Und deswegen glaube ich, wird es die perfekte Mischung. Ich würde sagen, wir tryen das jetzt mal. Ich habe noch nie Croissant-Teig gekauft. Oh Gott, das Waffeleisen ist schon heiß. Und wie geht es jetzt? Ah, krass, okay. Ah, das ist... Lol, das ist direkt da drin. Hä, ich mach das doch jetzt kaputt, oder nicht? Lol, ich dachte irgendwie, das ist ganz anders. Das ist ja voll viel, oder? Oh, das riecht schon lecker. Oh mein Gott, Leute, ich habe gar keinen Teller. Ich bin so blöd. Und dann macht man das wie? Dann nimmt man hier... Hä, wie geht denn das? So. Ah, oh mein Gott. Hä? Und was ist das jetzt? Rollt man das so ein? Hä? Okay, Leute, ich habe jetzt hier so ein Teigstück. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau einrollt. Ich glaube, man rollt das so ein. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Croissant ist. Aber wir probieren es aus. Der Teig riecht auf jeden Fall richtig gut. Und ich tue das jetzt einfach ins Waffeleisen legen. Ey, Leute, ich bin wirklich excited. Ich habe richtig Bock, das zu essen. So mit Nutella oder so. Jetzt klappe ich es einfach zu. Und jetzt lasse ich es einfach so ein bisschen da drin. Und ich glaube, ich werde mir direkt schon mal ein zweites machen. Falls es gut schmeckt und ich bin mir sicher, dass es gut schmeckt. Aber irgendwie, die sind halt nicht gerade und deswegen irritiert mich das so. Jetzt nochmal eindrehen. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall ein bisschen ästhetischer eindrehen, weil es sieht jetzt nicht wirklich nach einem Croissant aus. Aber Hauptsache schmeckt. Let's have a look on this one. Sieht jetzt nicht wirklich aus wie ein Croissant. Und ich habe es auch nicht so dick. Also mein Teig ist irgendwie nicht so dick. Auf den TikTok sieht es immer viel dicker aus. Aber kann auch am Waffeleisen liegen. Oh mein Gott, Leute, es sieht so gut aus. Es ist so fluffig. Okay, ich krieg's mit der Gabel nicht hin. Ich muss meine Hand nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als Waffel ansehen soll und dann Puderzucker drauf machen soll oder ob es mehr ein Croissant ist, weil eigentlich ist es ja ein Croissant, aber einfach nur ein Waffeleisen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das einfach so essen soll. Ich werde es mal so probieren, Leute. Ich warte kurz auf mein zweites. Und ansonsten esse ich Nutella dazu, weil Nutella ist einfach bae. Let's try. Mal sehen, ob der TikTok-Trend von mir approved ist. But I think so. Es sieht so gut aus. Bevor ich Nutella drauf hau, probiere ich es jetzt erstmal so. Ich nehme es jetzt einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Ich glaube, das ist einer der krassesten Hacks, die ich je probiert habe. Es schmeckt einfach, als würdet ihr zum Bäcker gehen
und würdet sagen, ich hätte gerne ein frisches Croissant und dann würden die euch das frisch backen und geben. Und es schmeckt einfach, wie als würde so ein Croissant frisch aus dem Ofen kommen. Ist es ja theoretisch auch, aber es ist ja nicht mal frischer Teig, sondern so Fertigteig. Aber es schmeckt einfach genau wie so ein geiles Croissant. Und ich finde es sogar besser, weil da diese Kruste nicht so abblättert. Bei normalen Croissants ist es ja oft so, dass die Kruste so abblättert und ihr dann halt nur diese weiche Füllung habt. Und hier ist einfach alles so richtig, es ist einfach perfekt. Es schmeckt so, so gut. Crazy. Probiert es aus, es schmeckt so, so gut. Ich bin so begeistert von dem Trend. Ich mache mir jetzt noch gerade zwei kleine. Den Rest werde ich einfach in Frischhaltefolie packen und in den Kühlschrank tun. Und ich schaue dabei wieder Temptation Island. You know me. Trash is my life. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, ihr braucht kein Nutella, ihr braucht gar nichts dazu. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel so ein Schokocroissant haben wollt oder so ein Buttercroissant oder Marmelade, dann könnt ihr das natürlich noch drauf tun. Aber ich mag das ganz gern so plain. Das schmeckt extrem gut und schmeckt halt wie ein frisches Buttercroissant, frisch aus dem Ofen. Es schmeckt einfach sehr, 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 sehr gut. So Leute, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Und wir werden jetzt einen Trend probieren, auf den habe ich mich am allermeisten gefreut. Ich habe wirklich richtig Bock gehabt, diesen Trend auszuprobieren. Ich habe bei dem Mädchen, was den Trend ins Leben gerufen hat, auch kommentiert und habe drunter geschrieben, dass ich wirklich neugierig bin und wissen will, wie das schmeckt. Und sie hat mir geantwortet, like sour but a little bit sweet with a hint of spice. Also es soll sauer sein, auch süß und ein bisschen scharf. Und ich habe, Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Und ich glaube, die meisten wissen schon, was ich meine. Und zwar geht es um den Knoblauchtrend. Und ich habe es so oft gesehen. Und jeder, der es probiert hat, hat gesagt, das ist krass. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe jetzt den Knoblauch toskanischer Art mit Kräutern in Öl. Und ich habe keine Ahnung, weil bei den anderen sah das immer anders aus. Die hatten alle keine Kräuter drumherum. I don't know, ob das richtig eingelegter Knoblauch ist. Also ob das der richtige dafür ist. Aber wir werden es einfach damit probieren, weil ich habe im Rewe keinen anderen gefunden. Nur einen, der noch in Chili eingelegt war und ich stehe nicht so auf Schärfe und deswegen habe ich direkt erstmal den genommen und ich werde davon jetzt erstmal das Öl abmachen. Dann brauchen wir Sriracha? Sriracha? I don't know. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es tut mir wirklich leid. Ich habe davon auch nur die scharfe Variante genommen und nicht die sehr scharfe Variante, weil ich einfach nicht so auf Schärfe stehe und deswegen habe ich auch davon die in Kräutern eingelegten Knoblauchzehen genommen anstatt die in Chili, weil ich einfach scharf nicht so gut ab kann und ich werde jetzt erstmal das Öl davon wegkippen. Oh, aber das riecht... Hä, das riecht gar nicht nach Knoblauch. Das riecht einfach so ein bisschen bitter. Und wir brauchen noch Thymian. Also was Aussprache angeht, bin ich lost bei diesem Trend. Ich habe bei niemandem gesehen, dass Kräuter mit in den Knoblauchzehen waren. Deswegen werde ich die Kräuter jetzt nochmal abwaschen. Einfach mit Wasser, damit auch das ganze Öl rausgeht. Und dann werde ich die Soße machen. Oh, die riecht gut. Aber die riecht scharf. Also ich muss sagen, ich bin euch ehrlich, vielleicht ist der ein oder andere jetzt mad auf mich, weil ich werde keine Chili Flakes benutzen, weil ich kann einfach keine Schärfe ab und dann schmeckt mir das automatisch nicht und ich will das fair halten, ob es vom Geschmack gut ist. Und ich glaube, die Chili Flakes sind halt wirklich nur dafür da, um es schärfer zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Soße sie reingegeben hat. Hä, das füllt sich? Muss man da was drehen? Oh, man muss was drehen, ich bin so dumm. Okay, let's go. Ich weiß nicht, wie viel sie reinmacht. Ich mache einfach mal so ein bisschen. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen. Jetzt machen wir Thymian. Hi! Hi, Baby! Hi, Mama, da ist dein Essen. Oh, ist okay. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen davon rein. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Und jetzt kommt der Deckel drauf und ich werde es erstmal shaken. We're getting there. Oh, ich habe da noch Wasser drin gehabt. Ich opfer. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, es sieht schon sehr ähnlich aus zu den anderen auf TikTok. Und ich würde sagen, wir probieren. Ich bin wirklich noch nie auf was so gespannt gewesen, glaube ich, was Essen angeht, als auf das. Weil ich mir wirklich gar nicht vorstellen kann, wie das schmeckt. What the fuck? Ich will noch ein bisschen Soße. What the fuck? Oh fuck. Oh no. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Körper danach passiert. Ob ich irgendwie irgendwas bekomme. Was? Also beim ersten Bite hat mich das irgendwie an Oliven erinnert. So vom Feeling her, wie das so gewürzt ist. Also ich glaube, wenn ihr schon mal Oliven gegessen habt, die so gewürzt sind, die so eingelegt sind, dann ist es so ein bisschen so ähnlich. Aber einfach komplett, es ist einfach crazy. Es schmeckt einfach so fucking lecker. Wenn ich davon heute Bauchweh bekomme, mein Tag ist gelaufen.
Ich habe davon jetzt so viele Zehen schon gegessen. Ich habe so viele Knoblauchzehen schon gegessen. What the actual fuck is going on? Yeah. Die nächste ist runtergefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bewerten soll. Also ihr müsst euch vorstellen, es schmeckt, ihr müsst es einfach ausprobieren. Ich weiß halt nicht, und da war ich am Anfang so ein bisschen verwirrt, als ich die zum ersten Mal gerade im Mund hatte, dachte ich mir so, okay, ich glaube, es soll anders schmecken, weil ich das Gefühl habe, dass ich dieses Öl, dieses toskanische Art und diese Gewürze davon, diese Kräuter, sehr geschmeckt habe. Aber ich glaube, das kann auch Einbildung sein. Ich glaube, vielleicht schmeckt es auch einfach so. Ich habe aber so gut wie es geht von dem Öl alles weggemacht und von den Kräutern. Natürlich sind da ein paar drin. Aber ich glaube, das andere hat auch so einen intensiven Geschmack, dass es nicht so auffällt. Der erste Löffel war so ein bisschen weird und ich war so, okay, als ob das jetzt so krass schmeckt. Aber sobald ich den zweiten genommen habe, Leute, ich bin bei der Hälfte und ich habe so Bock, das jetzt einmal aufzuessen. Und ich kann nicht beschreiben, nach was es schmeckt. Also es schmeckt schon nach Knoblauch, aber ich glaube, wir haben alle einen anderen Geschmack im Kopf, wenn wir denken, also wenn wir daran denken, dass wir rohe Knoblauchzehen essen. Und deswegen ist es einfach, glaube ich, dadurch, dass die eingelegt sind, so ein bisschen entschärft. Wisst ihr, wo ich mir das richtig gut vorstellen kann? Wenn man zum Beispiel so einen Antipasti-Abend macht, wenn man mit seinen Eltern Antipasti holt, irgendwie eingelegte Weidenblätter, eingelegte Oliven, irgendwelche geilen Paprikas oder irgendwie Zucchini eingelegt und dann Baguette, Aioli, Dips und dazu das in der Schüssel. Das ist perfekt. Also ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10 für Snacks. Es schmeckt gut. Ich mag herzhafte Snacks und ich mag es zu snacken. Und dafür, dass da so ein großer Hype draus geworden ist, kann ich es auf jeden Fall verstehen. Weil man einfach mit so einem Geschmack nicht rechnet. Ich habe das Gefühl, jeder denkt, wenn man auf Knoblauch beißt, dass man gefühlt abschmiert, weil es so scharf ist und einfach so intensiv. Aber es schmeckt einfach gut. Es ist einfach, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann nichts damit vergleichen, außer vielleicht eingelegte Oliven oder allgemein Antipasti, weil es einfach perfekt dazu passt. Es schmeckt einfach richtig gut. Bitte probiert es aus. Bitte, bitte. Und alle, die es ausprobiert haben, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Weil ich glaube trotzdem, dass es vielen nicht schmecken könnte. Einfach weil es so ein eigener Geschmack ist und so intensiv. Aber ich finde es richtig geil. So Leute, es sind ein paar Tage vergangen und ich werde jetzt Arthur zwingen. Beziehungsweise er soll jetzt auch mal diesen Knoblauchtrend ausprobieren. Ich habe jetzt extra nochmal so ein Glas Knoblauch gekauft. Und dazu gibt es wieder Thymian. Wie spricht man es aus? Keine Ahnung. Das esse ich dann so. Ja, und das löffelt so. Und glaub mir, also mir hat's, du weißt, ich hab's ja, ihm schon gesagt, mir hat's richtig gut geschmeckt. Okay. Das ist halt ein bisschen blöd, weil die falsch eingelegt sind. Ich muss das Öl erst rausmachen. Okay. Ist man, wo wir sind? Wo ist das denn jetzt? Ja, das, ich weiß gar nicht, für was das eigentlich ist. Ja, deswegen ja. Kein Plan. Aber ich, oder es schmeckt dir gar nicht. Also entweder schmeckt es dir so gut wie mir, oder du wirst sagen, Digga, was? Hast du alle aufgegessen? Ich hab alle aufgegessen. Okay. Sheesh. Kommt da so viel rein? Ja. Oha. Ich hab's gegessen, Schatz. Also wirklich alles gut. Ja, ich vertrage ja scharf, aber mir schmeckt die Soße eigentlich nicht so. Naja. Ich schüttel's erstmal durch. Okay. Soll ich schütteln? Jetzt probier. Es schmeckt gut, gell? Mhm. Es würde dir auch ohne, wenn du Hunger hättest, schmecken. Alter. Schmeckt gut. Ich will auch eins. Kriegt man davon Sodbrennen oder so? Ja. Nein. Und die Soße ist dann nicht so scharf wie in den Nudeln. Weißt du, was ich meine? Die war, als wir die in die Nudeln gemacht haben, haben wir uns beide so den, haben wir so gebrannt, der Mund. Das war die Soße. Das ist die Soße, ja. Deswegen ist jetzt... Kaum mehr atmen können. Ja. Und in den Knoblauchdingern schmeckt die einfach mild. Weil der Arthur und ich haben so einen Film geguckt. Wir haben uns dazu Nudeln gemacht. Aber das war doch die andere Soße. Nein, das war genau die. Ich habe wirklich genau die genommen. Weil ich dachte, dann habe ich so einen guten Duke dazu. Und dann haben wir uns die Soße in so Thai-Nudeln gemacht. Und er ist abgeschmiert. Wie als wären es diese richtig scharfen. Mhm. Und hier schmeckt es einfach, als wäre das ohne Schärfe. Also schmeckt schon ein bisschen scharf, aber lang nicht. Also perfekt. Ich würde halt gerne mal wissen, ob man jetzt nach Knoblauch riecht. Weil jetzt rieche ich es auch bei dir nicht mehr. Meine Mutter meint, ich rieche nach Knoblauch. 8 von 10. 8 von 10. Crazy, Leute. Probiert es mal aus. Mhm. So, als Snack. Another day, another hack. Und heute probieren wir den Oreo Mug Cake aus. Ich habe das so oft auf TikTok gesehen und es gibt mehrere Varianten, wie das gemacht wird. Und ich habe mich für eine entschieden, bei der ich glaube, dass es ein bisschen besser schmeckt. Ich bin gerade zwar dabei, mich fertig zu machen, aber wir werden gleich was essen gehen. Beziehungsweise wir werden nach Frankfurt fahren und uns ein bisschen was zu snacken holen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich das ein bisschen früher, damit ich nachher noch Hunger habe. Und jetzt habe ich gerade sowieso Hunger und deswegen werden wir jetzt diesen Oreo-Mug-Cake machen. Es ist literally 10 Uhr und ich
ist jetzt ein Oreo-Mug-Cake, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich habe eh Bock auf was Süßes zum Frühstück und wahrscheinlich hätte ich mir sonst ein nices Porridge gemacht und deswegen wird es das jetzt einfach ersetzen. Ich weiß, ich habe noch keine Mascara drauf, aber das hat auch einen Grund. Ich bin immer so ein bisschen morgens angeschwollen, was meine Augen angeht. Also meine Augen sind immer so ein bisschen kleiner und ich will, dass die sich noch so ein bisschen öffnen und dann trage ich nachher Mascara auf, weil wir heute auch filmen. Und meine Haare sind auch noch nicht gemacht, aber ich werde jetzt trotzdem den Foodtrend ausprobieren und ich würde sagen, let's go. Ich werde mir aber noch mal kurz das Video dazu angucken, wie genau die Person das gemacht hat. Oh, darf ich mal beißen? Mhm. Aber nur mit Butter. Darf ich mir kurz eine Ecke mit Butter machen? Also falls ihr einen Healthy Snack wollt, das ist kein Healthy Snack, by the way. Was ist so ein Cup Milch? Was ist, wie viel ist das? Ich mache jetzt einfach nach Maß. Ich habe jetzt so viel Milch reingemacht und jetzt werde ich das erstmal zerdrücken. Ich nehme jetzt einfach einen gehäuften Löffel Mehl. Ich nehme nicht so viel Zucker, weil ich mag das nicht so süß. Jetzt kommt noch ein bisschen... Meine Mutter bringt mich um. Leute. Oh nein. And now it's time for some Backpulver. Da weiß ich auch nicht, wie viel. Ich werde einfach ein bisschen nehmen, damit das Ganze aufgeht. That's what it looks like. Und das werde ich jetzt erstmal zermengen, zerrühren, I don't know. Und dann in die Mikrowelle geben. Ich habe ja schon mal so einen Nutella-Tassenkuchen gemacht in der Mikrowelle. Mit Arthur damals, immer. Also wir haben den jedes Wochenende gemacht und irgendwie haben wir das irgendwann aufgehört. Aber der war richtig krass. Ich habe den auch auf Insta gepostet gehabt. Der ist einfach so geil gewesen. Och, dieses scheiß Backpulver löst sich nicht auf. Die haben jetzt noch einen ganzen Oreo in die Mitte in den Teig gelegt. Und das werde ich jetzt auch noch machen. Kommt jetzt in die Mitte. Satisfying. Okay. Und jetzt kommt das Ganze in die Mikrowelle für eine Minute. Okay, nee, das ist mir noch ein bisschen zu flüssig. Seht ihr das? In der Mitte ist noch so voll wässrig. Ich gebe es nochmal rein. Aber nicht für eine Minute, weil sonst wird es so pumpig. Ich mache jetzt 20 Sekunden oder 30. Sagen wir 25 Sekunden. Und nochmal rein. Okay, so sieht es jetzt aus. Bei mir sieht es halt nicht so geil aus wegen dem Backpulver. Aber, sieht einfach gar nicht geil aus, vor allem mit dem Kakao hier oben. Aber irgendwie ist da noch so eine, da ist noch so eine nasse Schicht. Okay, wir machen jetzt trotzdem mal einen Taste-Test. Und dann esse ich einfach nicht aus der Mitte und wenn ich dann drumherum gegessen habe, dann kann ich es dann noch mal in die Mitte tun. Wild. In die Mikrowelle meine ich. Oh, das sieht halt nicht so ästhetisch aus wegen diesem Backpulver. Okay. Sehr lecker. Die warme Schokokuchen. Hä? Also die Konsistenz am Rand ist geil. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu wenig Zucker reingemacht habe. Also es ist süß. Aber es schmeckt nicht nach Oreo. Also es schmeckt einfach wie so ein Schokokuchen, aber mit so einem, also mit so einem leichten Oreo-Touch. Ich weiß nicht, ob mir das nicht, also das ist mir, glaube ich, zu unsüß. Ich habe aber auch extra nicht viel Zucker reingemacht, weil ich dachte, das wird zu süß. Willst du mal probieren? Mhm. Nimm aus, auch vom Rand, weil sonst... Das ist nicht so flüssig. Ja, das Innen ist nicht richtig durch. Jetzt ist noch mal, weißt du, wie Oreos normal schmecken? Ja, habe ich ja nicht gegessen von euch. Aber ja, aber die sind ja mit... Aber egal. Ist es nicht süß oder was ist das? So lasch? Da könnte sogar Salz fehlen, weißt du, was ich meine? Also mir schmeckt überhaupt nicht. Das schmeckt wie... Ja, wie Mehlteig. Das schmeckt nicht nach Oreo. Ich glaube, ich habe... aber ich habe das Rezept genau... Irgendwie finde ich es zu lasch. Schmeckt einfach... Also schmeckt nach... Vielleicht hätte es noch einen Moment länger, dass es mehr rauskommt. Aber nee, die Oreos sind ja eh nicht so intensiv, weißt du? Die... Mit Nutella wäre das krass gewesen. Diese, ja, diese Blätter, die sind ja diese Kekse selber sind ja eher auch lasch. Ja, ist ja nur die Creme. Und die Creme war davon 2%. Ja, okay. Ist nicht so der Burner. Also ist jetzt auch nicht so der Burner für mich. Aber ich glaube, wenn man da mehr Zucker... Hätte mehr Zucker... Weil ich habe weniger Zucker genommen. Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich hätte auch... Aber das ändert doch nichts am Geschmack. Also ich merke, dass irgendwas nicht richtig ist. Aber es hat auf jeden Fall viel Potenzial. Also wenn ihr Oreos liebt, probiert es mal aus. Und macht mehr Zucker rein. Und vielleicht sogar mehr Oreos. Weil das ist so, das ist wie Teig, der so einen Touch von Oreo hat, aber einfach gar nicht nach Oreo schmeckt. Ist wie so voll komisch.
Ich glaube, dass der Keks das nicht hergibt, dieses Aroma. Das nee, glaube ich. Das ist nicht so intensiv. Tschüss. Also Nutella, der Nutella Mug-Kate hat mir besser geschmeckt. Ja. Der, weißt du noch, als Arthur und ich den Nutella gemacht haben? Der war krass. Wenn ich das Rezept finde, ich werde es euch jetzt mal einblenden. Und wenn ihr den ausprobiert, dann wollt ihr den gar nicht mehr probieren. Ich sage euch wirklich ehrlich, wenn ihr Nutella-Fans seid, dann werdet ihr auf den umsteigen und werdet euch denken, okay, give it to me. Weil der schmeckt so, 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 so gut. Und der, ja, also ich würde sagen, der TikTok-Trend bekommt von mir 4 von 10. Einfach weil... Ich glaube, man kann es auf jeden Fall viel, viel mehr ausbauen und viel, viel mehr verbessern. Und bestimmt habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber es, ich merke schon, der Geschmack an sich ist, glaube ich, nicht sowas für mich. Aber ich glaube, wenn hier jemand Oreo-obsessed ist, dann wird es der Person auf jeden Fall schmecken. Ich hätte voll gern gewusst, wie Arthur dieser Mug-Cake schmeckt. Und ich glaube, ich werde in einem Vlog oder so ihm den mal machen. Und dann werdet ihr nochmal so einen separaten Taste-Test von ihm bekommen, weil er mag Oreos auf jeden Fall mehr als ich. Und ich glaube, ihm wird es mehr schmecken und dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen was anders machen und ein bisschen weniger Milch. Und vielleicht schmeckt es mir dann auch viel, viel besser. Aber jetzt so an sich, ich würde es nicht mehr nachmachen. I'm so sorry to everyone, dem es geschmeckt hat. Mir schmeckt es leider nicht. Naja. Okay. Also Leute, wir machen jetzt den nächsten Trend und zwar Tortilla-Pizza. Wir haben jetzt aber gerade nicht viele Toppings, deswegen benutzen wir heute nur... oh, wir haben noch Basilikum draußen. Das können wir auch noch nehmen. Wir haben heute nur Oliven und machen das mit hauptsächlich Käse und passierten Tomaten. Also es ist aufgebaut wie eine ganz normale Pizza. Ich tue die so in den Ofen, hat eben aber diesen Easy-Teig einfach ein Tortilla nehmen. Man kann es auch in der Pfanne machen und dann macht man einen Deckel drauf und lässt es oft in der Pfanne braten. Aber wir machen es im Ofen, wie eine Pizza sein sollte. Und ich würde sagen, wir starten. Willst du eine eigene oder wollen wir uns einen teilen? Weil ich habe nicht so viel Hunger. Mir reicht eine. Ja, dann lass einen teilen. Okay, so. Ihr müsst dann erstmal ein Tortilla drauflegen und dann müssen wir das mit Tomaten bestreichen. Oh. Also ich muss sagen, die waren schon offen. Da ist an der einen Stelle schon ein bisschen hart, aber ansonsten ist der noch komplett, ist der noch komplett gut. Machen wir mal eine Schere. Und dann verstreichen. Ich mag es aber, wenn da viel ist, damit es nicht so trocken ist. Nein. Oh, hätten wir jetzt noch Champignons? Ja, jetzt haben wir mal keine, jetzt essen wir Oliven mit Käse. Ist auch lecker. Hätten. Erdbeeren kommen nicht drauf. Ey, man kann es doch safe auch süß machen, dass man zum Beispiel Nutella drauf und Erdbeeren und Bananen. Mhm. Das wäre so krass. Ja. Gut, okay. Das wieder in den Kühlschrank. Und jetzt Mozzarella öffnen. Ja, jetzt wollen wir erst die Oliven oder die Oliven drauf. Weil ganz viele machen die Beilagen auch auf den Käse. Das ist mir egal. Okay, lass erst den Käse machen. Ich weiß nicht, wie noch die Lachsnudeln, ne? Ja. Oh Gott. Versuch doch mal. Ja, was soll ich machen, Mama? Das ist einfach ein Brocken. Bisschen viel, ja? Ey, weißt du, wie geil das wäre als Quesadilla, dass man das so wie beim Mexikaner macht? Weißt du, was ich meine? Mhm. Du hast dich so auf den Furz konzentriert. Warte mal. Oh. Ey, so viel Käse ist doch geil. Das so viel Käse. Käse. Jetzt machen wir Oliven, okay? Kannst du mal bitte das Glas viel. Aufmachen? Das viel Käse. Ja, das soll doch schön lecker werden. Oh, ich hoffe, dass es gut schmecken wird. Safe, oder? Ja, man kann doch alles Mögliche drauf machen. Ich hätte Paprika gern drauf gemacht, Zucchini, aber Zucchini haben wir gerade. Wir haben einfach aber nichts. Paprika haben wir da. Wollen Paprika drauf machen? Boah, geil. Paprika. Aber Paprika ist halt noch roh, weil der braucht länger. Ja, aber das braucht, glaube ich, auch ein bisschen, oder? Eigentlich nur, bis der Käse geschmolzen ist. Hä, ich weiß es gar nicht. Die haben keine Zeitangabe angegeben. Oliven haben wir auch. Ah, ich liebe Oliven. Hm. Seid ihr Team grüne Oliven oder schwarze Oliven? Oder seid ihr überhaupt Team Oliven? Ich glaube, voll vielen schmecken keine Oliven, aber ich liebe Oliven. Es gibt viele Menschen. I love it. Oliven. Es mögen auch voll viele kein Avocado oder Zucchini oder so. Eigentlich wollte ich noch Dinger haben, warte, ne? Ey, wenn das ein guter Ersatz ist, dann nehme ich immer Tortilla. Weil ich habe, das ist eine geile, so selbstgemachte Pizza schmeckt mir immer gut. Und wenn der Teig gut schmeckt, dann kann man es ja immer so random machen, wie ja, man will. Aber so für den Arthur und mich freitagsabends. In der Packung, also gibt es hier nur so. Ja, aber wenn ich zum Beispiel freitags mit dem Arthur bin, kann ich mir die einfach machen. Dann können wir uns einfach Belege holen. Und dann war es das. Ja, auch was im Kühlschrank, man kann ja improvisieren. Ja. Wir waren vorhin bei Stadtsalate. Und da haben wir uns schon voll gegessen. Und jetzt essen wir noch eine, aber wir teilen die uns. Ich glaube, ich werde nachher noch was snacken. Aber so ein Whole Meal wird es halt nicht mehr, glaube ich. Dafür bin ich zu satt. Was war das denn? Mein,
meinen Körper. Yummy, yummy, yummy. And I feel like I'm loving you. Oh, it's looking good. Perfekt. It's ready. Naja, dann bleiben die Dinger an der Hand. Oh, ich glaube, das wird lecker. Also, ich sehe da wie ein Depp aus. Hm. Jenny, ich glaube, ich mag das gar nicht. Okay, ey, die riecht wie geile Pizza. Und? Knochig? Nee, ich finde, man merkt den Teig nicht. So sieht das Piece aus. Salz. Oh, Salz, da muss auf jeden Fall. Oh, das ist runtergefallen. Probieren auch, wie schön. Meine Mutter hat jetzt noch Basilikum drauf. Ja. Ja. Jetzt sieht es perfekt das aus. Das Auge ist mit. Genau. Was machst du denn da? Dein sieht voll schön aus. Mhm. Voll geil. Mhm. Noch mehr wie Pizza. Selbst eine dünne Pizza. Geil. Ich hätte jetzt wirklich weniger Tomaten gemacht, das ist ja aber das, was ich gesagt habe. Das schmeckt vor. Ja, ich finde die Oliven aber schmecken vor. Gut. Und so wie als Sandwich. Man macht das nicht mit Tomaten, mit Mozzarella und so. Ja, das kann man auch machen. Mhm. Oder wollen wir das mal ausprobieren? Mhm. Aber nicht mehr heute. Nein. Ich finde das voll geil als Snack oder so oder Mittagessen mal. Weißt du, wenn man kann. Absolut. Kann man das auch so wie Pizza nehmen? Ja, ja, eben ist es mir gelungen, so ein Stück abzuschneiden, aber jetzt reiß ich auch wie du. Geil. Ich finde es richtig geil. Mhm. Okay. Mhm. Mit den richtigen Gewürzen, mit ein bisschen mehr Liebe, als wir gemacht haben. Basilikum. Mhm. Der Trend, würdest du sagen, der Trend kriegt ein Go oder ein No? Go. Ich sag, wie viele Punkte? 8 von 10? 8 von 10. 9,5. 9,5? Ja. Crazy. Ja, man muss halt auch auf dieses, weil ich hatte ja auch Snacks, also man muss schon auf Pizza 9,5. Mhm. Also im Vergleich zu Pizza und ich jetzt zu irgendwas anderem. Für manche ist der Teig vielleicht zu dünn. Ich finde ihn perfekt. Ich finde es, also es kommt natürlich an eine Pizza ran. Mhm. Es schmeckt jetzt nicht zu 10, also zu 100% wie eine Pizza. Wollten wir ja auch nicht. Ja, das ist halt, ich glaube, da kann man so viele Varianten machen. Mhm. Ich glaube, man kann es richtig geil süß machen. Mit Nutella. Ist das ein Maisbrot oder was ist das? Auf Mais oder was ist das? Und ihr könnt alles drauf machen, was ihr wollt. Liebevoll machen, nicht ganz so viel Tomaten. Ich finde es gut mit den Tomaten. Der Käse ist mir zu viel. Obwohl ich so viel wollte. Es kriegt von dir 9,5, von mir 8, weil ich einfach nicht der Pizza-krasse Fan bin. Aber für eine Pizza-Alternative kriegt es ein 10, weil es richtig easy ist. Genau. It's a yes. Und da kannst du ja viel machen, vegetarisch, ne? Man kann jede Gemüsesorte drauf. Alles. Machen. Wenn du dir richtig Arbeit machen willst, kannst du natürlich auch alles vorkochen. Brokkoli, Zucchini und richtig Gemüseding machen. Zucchini, Eier. Ah, ja. Hm? Du so Brokkoli, Zucchini, ich so Zucchini. Flasche. Wir sind so voll eigentlich. Mhm. Aber gerade wenn wir voll sind und uns dann noch schmeckt, dann heißt es wirklich, dass es gut ist. Ja. Weil wenn ich voll bin, kann ich, dann sage ich zu einem, dass ich nicht mehr lecker finde. Ich bin doch fast voll heute Nachmittag. Mhm. Wann bist du? Dann haben wir nicht gegessen. Um 3. Mhm. Oder wie so ein Zwiebelkuchen. Wie so ein Kisch. Mhm. Als wie heißt das? Flammkuchen. Mhm. Mit Lauch und Creme fraiche. Mhm. Ey, das müssen wir mal machen, Mama. Mhm. Mm. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir im nächsten Vlog einen Flammkuchen draus machen. Mhm. Machen wir? Mhm. So Leute, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ich muss sagen, mir haben die Hacks eigentlich alle sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, bei manchen könnte man noch ein paar Sachen besser machen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Und ich muss sagen, TikTok lässt mich, was Food Inspo angeht, eigentlich nie im Stich. Ihr wisst, ich mache voll oft und voll gerne Rezepte davon nach. Also falls ihr in Teil 2 sehen wollt, wo ich ein paar andere Sachen teste, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.